So, da sind wir endlich mal wieder. Ich habe mich eine Weile nicht blicken lassen und das tut mir herzlich leid. Aber jetzt bin ich wieder da mit dem Weihnachtsupdate, meinem erfrischenden Heißgetränk und sogar ein bisschen Motivation. Ich habe gerade wieder ein bisschen Bock bekommen. Also, auf geht's. Wir fangen an in 3, 2, 1. Ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und das Weihnachtsupdate ist da und wir sind immer noch bei unseren Computern, aber viel wichtiger ist, guck mal, was hier rumschwebt. Hab ich gerade gesehen. Es regnet Präsente vom Himmel. Und ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, was da drin ist. Und ich habe ein... Okay, wir schnappen uns das mal. Xmas Gift 10. 25 haben wir jetzt schon. Und da kann man wohl was in der MAM erforschen. Und bevor wir hier gleich voll loslegen... Was ist denn dein Problem? Mit unseren Computern sammeln wir erstmal ein paar Geschenke ein, die hier recht fleißig schon runtergekommen sind. Und die kommen angeblich im Umkreis vom Hub runter. Naja, schauen wir mal. Wir brauchen jetzt also erstmal eine MAM. Die spammen mir mal ja alles voll hier. Meine Fresse. Da bin ich einen halben Tag nur unterwegs, den Scheiß zu bauen. Aber okay. Wir bauen hier fix einmal der Einfachheit halber eine MAM hin. Und dann können wir wohl... Hier haben wir die Xmas... Schön. Wir könnten aus Stahl zukünftig Eisenrohre machen. Wofür mir die Kohle aber eigentlich zu schade wäre. Die brauchen wir nicht mehr großartig. Aber die alternativen schweren modularen Rahmen wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, wir nehmen mal die. Und dann gucken wir mal, was braucht man da? 100 Stück fürs Erste. Oh, dann kriege ich einen Weihnachtsbaum. Wie geil ist das denn? Da brauchen wir auch noch ein paar Geschenke für. Aber ich glaube, darum geht es jetzt hier nicht die ganze Folge über. Ich hole die paar noch, um die Forschung zu aktivieren. Wupp. Dann haben wir hier eins. Und irgendwo schwirrt bestimmt noch eins rum. Dann dürften wir genug zusammen haben schon. Da haben wir noch eins. Und da auch noch. Und dann widmen wir uns erstmal unseren Computern. Und dann habe ich in der Facebook Satisfactory Gruppe gesehen, dass der Niklas eine ziemlich geile Idee hatte. Niklas, ihr erinnert euch, der hat hier dieses Gebäude gebaut für uns. Und wir stellen da, ich weiß gar nicht mehr, was wir da herstellen. Wir stellen auf jeden Fall da was her. Und der hatte eine geile Idee zur Beschriftung. Das war, glaube ich, eigentlich nicht seine Idee ursprünglich. Also seine Grundintention. Okay, das geht schnell. Puff. Und jetzt können wir hier Deko freischalten. Dann können wir uns einen schönen Weihnachtsbaum in die Basis stellen. Das ist doch herrlich. Aber da sind sofort ein paar Leute aus der Gruppe, unter anderem auch der Yoshi, drauf gekommen und meinten, wie geil ist das? Alter, wie störend. Wie geil ist das denn? So kann man ja geil beschriften. Und das werde ich heute auch versuchen, wenn wir das noch schaffen. Aber erstmal sind wir bei den Computern jetzt. Und da hatten wir beim letzten Mal hier ein bisschen Kuddelmuddel gehabt, was aber mittlerweile läuft. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Wir haben nämlich unsere... Na, was haben wir denn da fertig? Unsere Kupferbleche haben wir fertig. Ne, und da fehlt jetzt noch Kunststoff. Und Kunststoff kriegen wir irgendwann mit dem Zug. Das kommt da hinten an. Aber dann brauchen wir noch Draht. Den holen wir von hier. Ne, damit werden wir anfangen. Und das klabüstern wir hier an der Seite lang. Ne, wir setzen uns einfach, will ich den hier unten haben? Reicht mir das auf der Höhe? Ja, das reicht mir auf der Höhe. Ich überlege gerade, ob wir den Kunststoff vielleicht auch hier lang jagen. Weil der kommt bis jetzt noch hier und läuft dann... Kommt der von hier? Ne, der kommt gar nicht. Doch, der kommt irgendwann von hier. Was soll denn hier rauskommen? Ja, und geht dann hier rein. Ja... Aber wir werden ja noch mehr brauchen. Ach, scheiß drauf, wir jagen den hier durch. Dann haben wir links und rechts einmal ein Förderband.
Und ich will das jetzt auch nicht unbedingt hier hinten nochmal langfrickeln. Das ist, glaube ich, auch Quatsch. Oder? Oder machen wir das doch? Weil wir brauchen ja auch eine ganze Menge mehr hier hinten. Ne, hier kommt ja noch... Eisen muss hier ja auch noch rein, was hier noch gar nicht bei ist. Wie machen wir das? Also wir haben den Kunststoff, der hier reingeht. Wir haben das Kupfer, das hier reingeht. Und wir haben hier hinten unnötigerweise ein drittes Band, das wir so erstmal noch gar nicht brauchen. Da könnten wir natürlich auch Kupfer reinjagen, aber das ist ja Quatsch. Also bisher jagen wir hier Kupfer rein. Ich sag mal einfach, dass wir hier jetzt eher nochmal mit dem Splitter arbeiten. Den wir stumpf auch hier so draufsetzen. Und der dann darüber geht. Dann nehmen wir das hier einmal weg. Und jagen das so hier rüber. Zack. Dann geht das einmal in die Produktion hier unten. Zumindest theoretisch. Das war ja jetzt Quatsch. Nee, das gefällt mir gerade so nicht. Wie machen wir das am blödsten? Wir ziehen das alles ein Stückchen hier rüber. Halt. So. Das kommt alles weg. Dann kommt das von... Oh, ich will hier nicht so ein Kuddelmuddel haben. So, dann haben wir hier den Splitter. Der das Ganze einmal nach da geben muss, nach da geben muss und nach da geben muss. Jetzt wird es ja... Jetzt wird's kompliziert, ein bisschen, gerade. Kriegen wir den hier rüber? Ja, den kriegen wir hier rüber. Aber dann kommen wir da nicht mehr vorbei. Ich hätte das gar nicht wegnehmen müssen, das war ein bisschen Blödsinn. Okay, der soll das nach da geben. Und nach da geben. So, und bekommt tut er das theoretisch von hier. Scheiße. Ja, doch, das geht. So. Und dann soll er das aber auch noch hier hochsplitten. Bekommt das quasi nochmal von da. Was aber nicht passt. Was ja fast gar nicht nervig ist. Wie machen wir denn das? Können wir hier lang gehen? Wird eng, oder? Wir gucken mal einmal. Immer mal so. Naja, das glitscht. Scheiße. Das glitscht. Ich weiß, wie wir das machen. Wir nehmen den Teil hier weg. Und bauen das so. Und dann bauen wir... Ach, komm schon. Echt jetzt? Gucken mal. Ja, so ist erträglich. Und dann... glitscht das hier aber zumindest nicht mehr. Und wir können... so machen. Haha! Sehr schön. Wir müssen den hier nur richtig ausrichten. Der bekommt dann nämlich... So. Der gibt so ab, das ist richtig. Gibt das hier raus. Ich traue dem Spielchen hier ja immer nicht. Das heißt, den geben wir dann nochmal rein. Du gehst nach da und du gehst nach da. So, dann können wir hier am Ende das Eisen zumindest erstmal langziehen. Ne, im Zweifelsfall gehen wir da nochmal ein Stückchen hoch. Naja, natürlich.
Aber das ist schnell gelöst. Du sollst nur bis da gehen und du sollst nur bis da gehen. Dann machen wir so. Zack. Und du kommst am Ende. Ja, hier hat man ein Podest gebaut. 1, 2, 1, 2. Ist das die richtige Höhe? Nö. 1, 2, 1, 2. Dann müssten wir die richtige Höhe haben. Ja. Und dann jagen wir das einfach da oben lang. Ne, dann kommen wir uns hier nicht ins Gehege, haben keine Glitches drin. Was ich einfach immer sehr unsauber und unschön finde. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier nicht irgendwie Quatsch gemacht habe. So, von hier. Der gibt das nach da unten. Was dann wiederum hier lang läuft. Das ist ja immer noch Blödsinn. Immer noch totaler Blödsinn. Jetzt habe ich mich selbst verhaspelt. Mal wieder. So. Und du sollst das nicht nach da... Doch, du sollst das schon irgendwie nach da geben. Was habe ich denn hier jetzt gerade gebaut? Sag mal. Das ist ja ein riesen Kuddelmuddel. So, das kommt von da. Geht nach da. Flattert hier rein. So, da unten wird aufgeteilt. Einmal nach darüber, einmal nach darüber. Ich halte mich gerade für blöd. So, da geht's rein. Damit soll das hier unten versorgt werden. Weil das Blödsinn ist. Das geht nicht da rein, sondern da rein. So. Da geht's rein. Du splittest den ganzen Spaß und gibst einen Teil nach unten. Der splittet das nach darüber und nach darüber. Und dann haben wir hier die richtige Höhe, aber den falschen Ansatz. So, dann so. Und dann gibst du das auch noch da. Aber ich will das gerade haben. Das kriegen wir aber wohl hin. So, das haben wir hier. Dann gehen wir mal hier hin. Was stehst du hier so? Wieso kriegst du eigentlich nichts? Was ist denn das für ein Tinnif? Das ist ja richtiger Tinnif. Hier muss auch noch einer ran. So. So. Alle verbunden. Sehr schön. So. Jetzt brauchen wir das aber noch hier. Da kann ich das nicht machen, weil wiegen passt nicht. Der splittet hier unten fein auf. Und dann sollst du das da hier hinten rüber schicken. So. Gucken wir doch mal. Ich hoffe, ich kriege hier immer noch eine saubere Kurve hin. Glitch, Glitch, Glitch. Überall ist Glitch. Ich will kein Glitch. So, erstmal gerade nach hier. Es glitscht immer noch. Ist immer noch hässlich. Aber mit der Kurve kann ich leben. Die ist relativ sauber. Aber wir müssen das gar nicht so machen eigentlich. Ihr könnt das hier einfach einmal wegnehmen. Zack. Die hier ransetzen. Okay, da sind wir immer noch schief. Aber das kriegen wir ja behoben. Hupballer. Das war einmal falsch gesetzt. So sitzt es richtig. So, dann geht es da daran. Und hier geht es.
hier hinten ran, hoffentlich. Und zwar gerade. Jo, sitzt. Sauber. So, dann haben wir alle mit Kupfer versorgt. Warum konnte ich das jetzt nicht in die Reihe schalten? Verrat mir das mal einmal. Jemand? Das ist alles Kupfer. Und das musste ich jetzt so kompliziert machen? Warum? Warum musste das jetzt so kompliziert sein? Ich hätte hier einfach nur Leiter machen müssen. Und dann sitzt der auch noch falsch, weil der hier gehört einen Schritt weiter nach vorne. Ist nicht mein Jahr, Leute. Also, mehr Dummheit kann man doch gar nicht an den Tag legen, oder? Ich habe jetzt hier wie viele, ja, Viertelstunde mit Blödsinn verschwendet. Weg, weg, weg. Das ist alles Kupfer. Das ist total wurscht. Weg, 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 weg. Oh Mann, ich würde am liebsten Aufnahme nochmal neu machen, aber ich bin zeitlich leider aktuell ein bisschen so eingeschränkt, dass das leider nicht geht. So. Halt. Machen wir erst gleich richtig. So, nicht runterfallen. Zack. Zack. Was ist das denn? Achso, der sitzt auch noch falsch rum. Ach, leck doch, fick doch die Henne, ey. Meine Fresse. Also ich entnehme ja, dass euch aufgefallen ist, dass ich immer nur am Fluchen bin. Und aktuell bin ich das echt. Ich bin etwas unaus... Ach, komm schon. So, kein Fusionator. Ein Splitter, Herr Müller. Geht doch. So, dahin, dahin. Dahin, 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 dahin. Und am Ende auch noch dahin, dann ist alles gut und wir haben hier überhaupt keine Probleme. Und können hier alles schön sauber oben lang machen. Dann machen wir den Scheiß hier auch noch wieder dicht. Zack, zack. So. Überhaupt kein Problem. Gut. So, und da können wir Kupfer sogar noch weiter aufsplitten. Meine Güte. Also wenn Dummheit wehtun würde, ne, ich würde schreien den ganzen Tag. So, dann gibst du das dahin, aber nee, so nicht. So, bitte bis nach da hinten. Du kriegst ein Podest. Und zwar bis, ich möchte mal lügen, bis hier. Na, passt das den ganzen Weg? Das passt, sehr schön. Das Ganze geht dann nach da und du jagst das darüber. So, das ist unser Eisen. Sehr schön. So, dann sind wir hier soweit erstmal fertig. Hier kommen wir langsam in Freiluftgefilde. Das ist ja schön. Und wir könnten unsere Fabrik jetzt einfach hier so einen kleinen Knick geben. Dass sie nicht wieder so ein viereckiger Klotz in der Welt ist. Denn hier müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Draht produzieren. Was ist das denn? Das ist ja Blödsinn. Brauchen wir noch Kupfer da hinten? Nee, brauchen wir nicht. Das heißt, wir haben das so. Zack. Und hier so. Und dann sind wir auch da dran. Und auch gerade. Sehr schön. Das heißt, wir würden jetzt die Produktion hier nach rechts verlagern. Einfach nur der Optik halber. Und weil hier weniger Geschenke im Weg liegen. Na, wie viel Beton haben wir da? Ausreichend. Na, dann kriegen wir da oben auch noch ein bisschen mehr Platz mit dem Bahnhof. So, zack, zack, zack. Platz geschaffen. Dann ziehen wir da schon mal eine Wand hoch. Brrrt. Oder eine Tür. Wir machen hier mal eine Tür. Noch besser ein Tor. Zack, sogar ein Doppeltor. Nee, kein Doppeltor.
So, dann kommt das dahin. Hier hätten wir das Eisen, das rüber geht. Hier haben wir die Kupferbarren. Dann werden hier jetzt erstmal ein paar Konstruktoren aufgestellt. So, das passt. Vielen Dank. So, und die produzieren uns den Draht. Einmal hier, einmal hier. Wir schließen euch direkt da oben an, damit man hier weiter schön langlaufen kann. Dafür brauchen wir wieder die hier. Passt so? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also Augenmaß von der Jenseits von Gut und Böse. So, dann kommt hier das. Warum geht das jetzt nicht? Egal. So, dann Splitter, der das Ganze so verteilt. Und natürlich sind wir schief. Zack, zack. Zack, zack, zack. Nochmal dagegen. Nochmal ein Splitter. Na komm. Komm. Was war das denn jetzt wieder für ein Gefrickel? Na egal. Zack, zack. Sitzt. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt den noch drunter bauen, damit das vernünftig aussieht. Ja, easy peasy. So kann man sich das doch viel leichter merken. So und so. Damit es sitzt. Dann einmal so. Hier nochmal ein Splitter hin. Der nicht geht, weil er Kollision hat. Anders als... Fick dich doch. Warum ist das Band nicht da? Ach, weil ich da dran bin. Alles klar. So, jetzt sollte es gehen. Manchmal kann es so leicht sein, ne? So. Von da nach da. Dann können wir den hier drunter setzen. Gut. Der Optik halber. Und dann wird der Spaß hier wieder zusammengeführt in einem Fusionator. Den brauchen wir. Der uns das dann alles nach da rauskotzt. Ein so, ein so. Und dann kommt hier hinter... Lassen wir hier den Weg frei. Gute Frage, nächste Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ja, wir lassen hier ein bisschen Duft. Um die Optik so ein bisschen zu erhalten. Keule, du bist im Weg. Entweder du verpisst dich freiwillig oder du kriegst ein paar von mir von Latz. Ist mir ein bisschen bekifft, der Typ, ne? Also ein bisschen sehr, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal, er geht beiseite. Lassen wir ihm die Zeit. Will noch keine Unmenschen. Fein gemacht. Und gehen hier weiter. So. Weil wir es können. Und dann knallen wir hier den nächsten Konstruktor hin. Tschup, tschup. Der muss ja ein bisschen mittig. Hier zwischen die Platten. So. Kriegt dann logischerweise auch sowas. Ich wollte mein Handy ausstellen, habe das nicht getan. Nee, so nicht. Ich will die ganz gerne auf einer Höhe haben. Das heißt, wir müssen weiter nach hier. Vielleicht sogar so ein Stück nach hier. So. Passt das? Das sieht gut aus, ne? Zack. Hat er sich jetzt gerade da drin verfangen, der Affe? Du Vollidiot! Ich warte doch nicht umsonst, ey. Er ist traurig, glaube ich. Er weint gelben Schmatter. Ja, Keule. Selbst schuld. Kommst du raus? Ansonsten ist hier Notschlachtung.
Ganz eindeutig. Jetzt ist mein Hund schon wieder frei. Ich mach mal. So, du sollst Draht machen. Nee, Quatsch. Du sollst Kabel machen. So, dann haben wir unsere Kabel, die wir brauchen. 30, 30, macht 60. Der braucht 60. Perfekt. So. Dann haben wir das alles fertig. Dann fehlt nur 120 Kunststoff. Nee, das ist nochmal ein komplett anderer Bereich. Nee, das ist nur die Kabel. So, für Kupferblech. Ja, fertig, haben wir fertig. Fehlen nur noch die Schrauben. Dafür schmelzen wir zweimal Eisenbahn. Und das machen wir dann logischerweise hier hinten. Zack, ich glaube, hier hinten ran haue ich nur noch den Fabrikator. Weil mehr brauchst du hier eigentlich nicht. Jo. Ausschließlich. Das heißt, hier kommen jetzt noch ein paar Schmelzen hin. Zack, 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 zack. So. Das sollte reichen. Dann haben wir das gute alte Problem, das ich immer wieder gerne mit dem Spiel habe. Nämlich, dass es keine seitlichen Durchführungen gibt. Ich finde das total affig. Ne? Warum geht das mit Rohren, aber nicht mit den Dingern? Ne? Ich müsste jetzt so einen hier drauf bauen, einfach der Optik halber. Und habe jetzt gerade noch keine Ahnung, wie ich das wieder vernünftig löse. Ah, ich muss auch immer improvisieren hier. Machen wir erstmal so. Dann führen wir hier das Eisen hin. Und wenn ich jetzt nämlich so mache, ist das irre hässlich. So, aber ein Loch in der Wand ist auch irre hässlich. Ich meine, wie scheiße kann man das denn planen? Wie ist es denn... Ich will hier vor auch nicht so ein Ding haben, weil hier habe ich mein Tor. So, wenn ihr dafür eine geile Lösung habt, ne, dann haut mir das einfach mal in die Kommentare. Ich habe nämlich keinen Plan, wie ich das jedes Mal schick hinbekommen soll. So, ich könnte jetzt hier mit einer Wandhalterung arbeiten, die das Ganze eventuell verbessern könnte. Machen wir einfach mal so, so. Und dann haben wir ja die hier. So, das geht schon mal nicht. Das heißt, wir gehen einmal nach da. So, das sieht auch kacke aus. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also, entsetzend. Das geht, glaube ich. Ne, geht auch nicht. Wenn wir einmal darüber gehen, dann haben wir es hier sauber rum. So, dann... Aber dann sind wir hier. Ne? Also, wie man es dreht und wie man es wendet, man hat hier Kacke. Es ist immer krumm. Immer. Ich meine, wer will denn sowas? Das will keiner in seiner Fabrik stehen haben. Niemand. Wir legen das hier komplett an die Wand. Sonst ist mir das zu sehr im Weg. Habe ich keinen Bock drauf. So, wohin ging hier? Sauber. Ganz sauber. Ne? Überhaupt kein Ding. Ne? Hier, gerade lang. Sieht schön aus. Ne? Aber hier, Kuddelmuddel. Dreckiger Scheiß, ey. Braucht kein Mensch. Naja. Genug geärgert, Zeit für Schmelzen. Schmelzofen. Hier ein freilassen, damit wir ein bisschen Platz zum Laufen haben. Und dann kommt hier eine Schmelze hin, hier noch eine Schmelze hin. Wie viel brauchen wir? Nur zwei. Das ist ja, das ist komfortabel. Ein so, ein so. Ihr macht Eisenbarren. Zack. Und dann bauen wir wieder die hier. Ja, das war ja mal grandios daneben gefrickelt. Weg damit. Rangehen.
Splitter. Rüber damit. Hier nochmal das gleiche. Wenn man mit den eigenen Leitlinien nicht mehr klarkommt, ne? Dahin nochmal ein Splitter dazu. Darüber führen und glücklich sein. So. Ein bisschen für die Physik sorgen. Mein innerer Monk freut sich wieder. Und dann haben wir hier schon mal die Barren. Zack, zack, zack. Mir geht langsam der Beton aus. Hm. Naja, komm. Bevor du mir gleich im Weg bist, sammeln wir dich doch lieber ein, wa? Zack. So, schaffen hier ein bisschen Platz. So, ihr beide bietet jetzt genug Eisen für, ich glaube, viermal. Ne, dreimal Eisenstangen auf jeden Fall. Okay. Theopraktisch kriegen wir die hier nebeneinander. Ja, die vermitteln wir. Aber auf die Höhe hier. Obwohl, nee, da soll noch mal einer hinter, ne? Da sind wir auf der Höhe, dann müssen wir hier jetzt auf die Höhe. Hilft ja nichts. Ne? Mein Monk diktiert. Das ist einfach so. Da kommt ein Tor hin. Das haben wir dann einmal, um das ein bisschen ja, und dann machen wir tatsächlich so mittig. So, und dann fehlt ein Fundament. Ach komm schon. Kriegen wir das noch gebaut? Ja, sehr schön. Und hier? Alles passt. Das ist ja herrlich. So, dann führen wir das aber trotzdem hier einmal zusammen. Und das machen wir folgendermaßen. Boah, ich glaube, das finde ich gut. Zu teuer? Achso, Beton fehlt. Ja, ich hole Beton. Ich hole ja Beton. Vielleicht finden wir ein paar Geschenke unterwegs. Wäre ja auch schön. Da haben wir schon mal das erste. Liegt alles auf dem Weg. Ist das nicht herrlich? Manchmal kommen ein paar Sachen zusammen. So. Ich hätte auch eine Christmas-Folge drauf machen können, ne? Alles hier im Fixed Map. Oh. Gut, dass ich davon nicht so viele habe. Dann wäre das hier vielleicht ein bisschen überwuchert. Aber ist schick. Hängen die auch an den Teilen an der Wand? Hier irgendwo Strom langlaufen? Keine Ahnung, wo hier der Strom lang kommt. Ne, da. Da kommen sie nicht her. Hm, schade. Übrigens, danke für die Hinweise in den Kommentaren mit der Auflösung. Ich habe diesmal tatsächlich dran gedacht. Cool, oder? Wir haben diesmal nicht Kuddelmuddel. So, ja komm, mach voll die Hürde. Wir eiern hier gar nicht lange rum, denn wir brauchen sowieso eine ganze Menge davon. So, dann soll da oben drauf auch noch unser Bahnhof. Da liegt noch ein Geschenk und da liegt noch ein Geschenk. Meine Fresse. Überall hinfallen. Na, oh, Markus ist leicht ablenkbar. Ah, hier. Unsere Kranzallee. Ja, sieht man gleich mal, alle Poles stehen falsch rum. Super. Boah, ist ja hier am Arsch der Heide fliegen die zum Teil hin. Ich würde wetten, auf den Dächern stehen auch etliche. Das gucken wir nachher erstmal. So, dann müssen wir... Alter, ich box die ganzen Viecher um. Gehen die mir auf den Kranz, ey. Zack. Nichts getan, perfekt. So. Aber wie dem auch sei, jetzt sind wir erstmal hier. Dann machen wir einmal so, einmal so. Dann brauchen wir Fusionator, den wir hier jetzt noch nicht raufkriegen, aber das kommt gleich. Oh, wir können doch näher ran. Das ist ja schön. Zack, 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 zack. Den wollen wir bitte genau hier zwischen haben. Jep. So wollen wir dies. Ach komm. Echt jetzt? Das ist zu knapp. Das ist doch Mist. Da habe ich mich so gefreut. Na ja, gut.
Dann machen wir es so. Ist ja auch okay. So und so und so. Ihr kommt wieder weg. Und schön ein bisschen Platz sparen können, aber okay. Gar nicht so. Dann stehen die auch noch falsch. Ungültige Form. Ja, glaube ich dir. So, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich weiter rüber muss. Aber ich glaube in... Nee, Perspektive! Perspektive! Hilfe! Ich glaube so. Ja, ja. Geh mir nicht auf ein Kranzspiel. So. Ja, so passt's. Dann hier den Fusionator ran. So. Der nach da ausspuckt, genau. Dann musst du noch korrigiert werden. Du spuckst das dann auch noch da. Und dann können wir hier... Ne, die nicht. Die hier nochmal drunter setzen. Und dann ist das doch schicki. Tada! Und dann schicken wir das nämlich hier rüber. Bis... Hier Fragezeichen. Setzen hier einen Splitter ran. Wenn der passt. Das passt. Aber dann passt der Lift nicht hinter, ne? Ne. Okay, kein Ding. Brut. Brut. Und brut. Und dann gucken wir nochmal. Was ist die richtige Höhe? Alles nicht so leicht. Beziehungsweise, was ist die richtige Weite? So, ja, so haben wir es doch. Sehr schön. So. Und so. Perfekt. Sauber drunter. So, dann haben wir hier Barren. Hier haben wir die drei verteilt auf Stangen. Und daraus können wir gleich eine Menge Schrauben machen. Nämlich vier. Zack, zack, zack. Ja, das Ding wird am Ende doch größer, als ich erwartet hätte. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Oh, hier müssen wir gucken, dass wir da nicht ins Gehege kommen am Ende. Aber das wird ja jetzt eh gleich alles nach hier rüber verfrachtet. Von daher sollte das gar nicht das Riesenproblem sein. So. Was spuckst du hier aus? Ach, Kabel. Okay. So, alles auf einer Höhe. Alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Da ziehen wir die Fundamente noch weiter rüber. Weiter als bis hier gehen wir nicht. Schade. Es wäre eigentlich schön, wenn der Baum nicht weg müsste. Wir gucken mal. Wir das irgendwie hinkriegen. So, dann muss der ganze Scheiß wieder fusioniert werden. Das kann alles auf ein Band. Und das machen wir wieder mit denen hier. Zack, zack. Gehen wir dagegen. Dann ein Fusionator. Der nach da ausspuckt. Du nach da und einmal unten drunter. Dann sitzt das auch. Sehr schön. Haben wir hier. Da sind wir dran. Da haben wir das erste gemacht. Sehr schön. So, jetzt noch ein paar Schrauben. Das machen wir hier hinten eine extra Halle. So, wir haben hier einen Weg durch. Wir machen einmal so. Und dann bringen wir hier auch zwei Produkte logischerweise zurück. Eins kommt von da, eins kommt von da. Zack, hoch damit. Hier kommen die Kabel. So und so und so und so. Gut, das passt dann. Und hier müssen wir dann logischerweise bis hier gehen. Ne, das ist auch kein Problem mehr mit der mittigen Ausrichtung tatsächlich. Ne, weil wir hier hinten eh so eine Kurve machen. Oh, jetzt ist das schief.
Nee, ist gerade. Sehr schön. Was fehlt jetzt? Ach so. Ja, wir haben den hier wieder. Unseren Problempfosten. Zack. Sitzt. Ja, und trotzdem ist eins gerade, trotzdem wir hier mittig ausschmeißen. Überhaupt kein Problem, kein Ding für den King. So, das heißt, hier ist der Teil zu Ende, der kleine Anbau quasi. Und hier produzieren wir dann Schrauben und den Rest. Es sind ja nur noch Schrauben und dann kommt noch der Fusionator. Also jetzt bist du aber im Weg, Keule. Dich können wir hier jetzt gerade nicht gebrauchen. Zack. Wir haben jetzt 40 Minuten. Perfekt, das läuft. Oh, dann gönne ich mir noch einen Schluck Kaffee. Der kein Kaffee ist, sondern Cappuccino. Hm. Knapp daneben. Wird aber oft verwechselt. So. Ganz viele Fusionatoren. Wohin spucken die das eigentlich aus? Ah, hier ist der Ausgang. Ausgang, Ausgang. Nee. Das sind alles Fusionatoren, sind das Eingänge. Und der geht danach hier raus. Okay. Finden wir einen Umgang mit. So. Warum mache ich das so? Es wäre doch viel sinniger, es nach hinten hin auszuspucken. Ne, weil wir hier auch das haben. So haben wir jetzt hier drei Werkstoffe. Ist auch irgendwie kacke. Egal, wir lassen uns, ne, wir folgen unserer Eingebung. Was ist das denn jetzt hier? Ich fast mitten in der Villa am Pampa so ein Ding hingesetzt. Jetzt mache ich es tatsächlich nochmal. Alter, Keule, du gehst mir langsam so sehr auf den Sack, dass ich dir echt gerne einen über den Latz ziehen würde. Ganz ehrlich. Oh ja. Verpiss dich hier. Komm, Lehrgeld. Hau ab, sag ich dir. Hab ich doch einen gebaut, wusste ich's doch. Ja, renn. Ja. Hier ist jetzt Industrialisierung, Junge. So. Schrauben. Vier Stück. Vier Stück. Okay, das heißt vier Konstruktoren. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Platz. Zack. 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 Wir werden direkt hier rumgehen. Hm, hier lassen wir uns aber in Gang. Und dann gehen wir so. Und führen das dann nach da weg. Eins, zwei, drei, vier. Hier muss also am Ende noch eine Fundamentreihe lang, damit wir die Wand ziehen können. Dann haben wir das hier echt ganz schön voll gebaut. Mit einem relativ flachen Bau. Ne, was ja gar nicht schlimm ist, denn darüber soll ja unser Bahnhof. Aber das klappt ganz gut. So, von da hinten kommen unsere Eisenstangen, die dann hier gesplittet werden. Ich baue weiter fleißig mit den Teilen hier. Ich finde die mittlerweile echt super. Meine Güte, finde ich die gut. So, dann gehen wir erstmal hier auf die Höhe. Wir machen das diesmal mittig. Einen hier. Einen hier. Einen hier. Und einen hier. Dann gehen wir mit unserem netten kleinen Band hier ran. Was nicht so passt, wie ich das gerne hätte. Das heißt, wir fangen so an. Damit das sauber läuft. So, dann ein Splitter dahin. Zack, von dem gehen wir weiter nach da. So, noch sauber sitzen. Aber manchmal ist echt Frickelarbeit, ne? Dann nach da, noch ein Splitter. Und den letzten. Ja, ich weiß, hier brauche ich keine, mache ich trotzdem. Ne? Das ist mein Monk. Wenn, dann kriegen alle den gleichen Ausgang. So, dann die hier drunter. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Und nichts mit Zip. Arschlecken. Ach komm schon. So schinkig passt vorher. Ich habe gedacht, oh, wie gut läuft das denn gerade? Hätte ich nie machen sollen. So.
Dann brauchen wir die Kettensäge. Wo ist meine Kettensäge? Warum ist meine Kettensäge? Hä? Da. Wir haben sogar Sprit dabei. Ist ja super gut. Ne, wir holzen hier gleich mal ab. Und weg damit. Braucht gerade kein... Oh, ein Nüsschen. So. Irgendwie überspringe ich hier die ganze Zeit ein. Aber wie das so ist. So. 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 Wir gucken mal, wie weit wir rüber können. Ich glaube, das ist die Grenze, ne? Zack, zack. Und... Den wieder weg. Okay. Hier läuft der ganze Spaß dann zusammen. Das heißt, hier steht am Ende auch unser Fabrikator. So. Erstmal das Ganze wieder aufbocken. Zack. Dann unser kleines Leitsystem. Ja, von mir aus mittig. Müssen wir jetzt einmal so machen. Na. Einmal so, damit wir Fusionator hier hinbauen können. Dann reißen wir das wieder ein und das wieder ein, weil sonst kommen wir hier in Schwulitäten. So. Und kann das hier wieder hin und das hier wieder hin. Herrlichst. Ja. So muck wie das. Machen wir gleich einmal flächendeckend. Und hier auch noch ein. Und dann... Ach komm, jetzt fehlen echt Eisenstangen. An einem Ort, wo ich Eisenstangen produziere. Super gut. Ich liebe es. Ohne Mist. Ist ja der Wahnsinn. Was hat die Zeit? 46 Minuten. Fast geschafft. Wir kriegen das noch hin. Viertelstunde mit... Herr Müller überzieht sowieso jedes Mal. Gib mir Stangen. Gib, gib. Ja, komm. Haben wir genug da. Da, ganz schönes Ding geworden. Meine Fresse. Hätte ich ja nicht erwartet. Und ich glaube, ich setze hier tatsächlich nochmal eine Wand hin, wa? Ja. Die Smokey. Von hier kommt nur das. Das heißt, wir können hier keinen hinsetzen. Das heißt, hier müssten wir wieder so eine doppelte Wand haben. Damit das sauber läuft. Was mich jetzt schon ankotzt. Das heißt, ich führe hier am Ende den Kunststoff noch rüber. Damit das passt. Wir machen so. Und wir machen so und dann setzen wir das hier oben drauf. Und dann gehst du nach da und danach da. Das, oh, das ist sauber. Das ist ja der Wahnsinn. So, von da kommen, das ist glaube ich auch schon Produkt für Dings hier. Ja. Produkt für den Manufaktor, für den Fabrikator. So, und das heißt, hier kotzen wir eigentlich alles in die Richtung zurück. Das heißt, wir haben es jetzt gerade falsch rumgebaut. Ach ja, Planung ist das halbe Leben. Ja. Nochmal bitte. Fusionator, aber diesmal in die Richtung. Na gut, dass wir nochmal geguckt haben. Ach ne, der kann ja bleiben. Feg dich doch. So. Fusion. Ja, jetzt muss ich natürlich andersrum bauen. Scheiße! Mann ey. Ich habe keinen Plan, aber der geht auf. Super, oder? So, die nochmal weg, weil das sonst nachher nicht geht. Du Eumel kommst hier hin. So, Fusionator nach da weg. Darüber. Fusionator nach. Na komm. Komm.
nach da weg und dann darüber. Fusionator nach da weg und dann darüber. Wird es jetzt. Achso, machen wir nochmal. Damit es auch passt. Dagegen, dagegen, dagegen. Alles steht. Sehr schön. Halterung drunter geklatscht. Zack, und dann haben wir das auch hier. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommen hier vier Produkte an, schlussendlich. Warum sitzt denn das so tief? Vergucke ich mich gerade? Nö. Das sieht so flach aus. Aber es kommt wahrscheinlich wieder durch meine nette kleine Auflösung hier. Die nicht so ist, wie sie sein sollte. So, bis hier rüber. Jo. Dann kommen hier Wandhalterungen ran. Kommen hier Wandhalterungen ran? Eigentlich nicht. Wie mogi das denn? Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ich setze hier. Kriege ich hier ein Fundament hin? Ist das mittig? Das ist mittig. Dann. Nee, Moment. Muss ich mir gerade was überlegen? Weil ich muss ja hier zwei in den Raum rein. Das ist ja äußerst nervig. Wir könnten das so versuchen. Klar sitzt die jetzt falsch rum. So. Und gleich mal einen Fehler gemacht. Scheiße. Pass auf, ich zeige euch, was ich vorhabe. Da kommt erstmal eine Wand drauf. Und zwar so eine. Zack. Und da oben drauf auch. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Da bin ich andersrum. So. Dann kommst du nach da und du nach da. Du läufst einfach durch. Und dann hätte ich hier nämlich einmal sauberen Band lang. So, wobei da natürlich wieder eins leer bleibt, was mich wieder zu Tode ärgert. Ich könnte hier aber stattdessen mit einem Tor bauen. So, dann läuft das Band quasi auf der Glasplatte. Was ich persönlich nicht schlimm finde. Und dann muss ich. Das ist ein sehr trauriges Smiley. Wie gut finde ich das denn? Aber ich brauche mal kurze Pause, muss mal kurz was überlegen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Bis gleich. Und da bin ich wieder und ich bin ganz ehrlich, ich muss nur pissen. So einfach ist das. So. Gucken wir weiter. Da läuft das so rein. Und danach haben wir dann auch wieder eine Führung. Hier kommt das dazu. Jetzt muss ich gerade mal was überlegen. Das läuft da hinten lang, läuft das hier vorne lang. Hier ist alles coolio. Weil ich will hier nicht in meinem Laufweg so viele Masten haben. Das störte mich, glaube ich, etwas. Was ziehe ich denn dafür Wände lang am besten? Das sieht scheiße aus. Das sieht ebenfalls scheiße aus. Dann sind es. Das sieht genauso scheiße aus. Das heißt, es wären die. Wir laufen einfach einmal die hier lang. Und. Da oben nehmen wir. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, da mache ich einfach dicht. Ja. Muck wieso? So. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Egal. Dann sind wir hier und müssen.
In die Richtung. Das heißt, da kommt der hier ran. Zack, zarab. Und dann können wir nämlich doch das hier wegreißen. Und einmal komplett rüberziehen. Dann sind wir nämlich hier. Und ja, Logo, erst muss ich den Boden bauen. Dann kann ich die Dings da lang ziehen. Die Förderbänder, achso, weil das ein höher ist. Dun, dun, dun. Dann halt so. Zack. Sind wir da auch oben. So. Und dann müssen wir tatsächlich hier nochmal kurz eins drunter setzen und wieder so einen doppelt geführten. Ach, da komme ich gar nicht mehr ran. Scheiße. Den hier. Den wir da auch haben. Und dann sieht das doch erstmal gar nicht schlecht aus. Jetzt muss ich lediglich noch mehr rumtricksen. Weil ich da jetzt nicht vernünftig rankomme. So. Jetzt geht der nach da. Das passt nämlich. Und der nach da. Dann haben wir hier wieder alles passig dran. Dann brauchen wir noch so einen hier drauf. Der das Ganze hier rüber kotzt. So, dann können wir hier zumachen. Passe ich mit dem. Und dann haben wir erstmal alle Waren, die wir brauchen, hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken, führt hier... Hier könnten wir so eine Servicewand langziehen, ne? Ach, guck mal, hier hinten ist ja noch ein Splitter. Von wo? Von hier kommt der Kunststoff. Läuft hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und alles, was Ü ist, geht nachher hier lang. Oh, super gut. Ne? Der splittet ja auch bis nach hier. Dann machen wir nämlich einfach 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir hier lang. So, wo läuft die Wand? Die Wand läuft hier. Machen wir so eine Wand? Auch cool, oder? Nee. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, weil wir da einfach noch eine Wand drauf haben. Wäre das nur die eine Wand, cool, aber so nicht. So, dann gehen wir hier lang. Zack, hier machen wir noch ein Tor hin. Und dann brauchen wir hier Wände drauf. So, und dann bauen wir nämlich wieder mit denen hier. Na, wo sind sie? Da sind sie. Die Förderbandhalterung. Mal gucken. Okay, über diesem Strich. Noch ein Stückchen weiter. So. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Ah! So kurz vor Schluss. Kann nicht angehen. Obwohl, ich muss noch diesen Verteilturm bauen. Ne? Das dauert auch immer ordentlich lange. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, aber okay. Auch das kriegen wir noch hin. Ne? Und wenn nicht, arbeite ich einfach wieder mit Magic Schnipses. Löppt. Da. Gib her. Bevor ich gleich nochmal laufe, habe ich dafür alles da. Ich habe keinen Kunststoff da. Ja, holen wir gleich, bevor wir noch dreimal rennen. Es wird echt Zeit, dass ich hier eine Zuglinie hinbaue. Und ich hoffe, ich habe da hinten noch was. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Ach ja, mit den neuen Dächern gefällt mir das besser. Ne? Sieht nicht mehr so monoton aus. Schwupp. Einmal rübergesprungen. Was ist mit dir hier? Wollte gerade sagen. Was geht denn hier ab?
Und zack. Ja, Katerium läuft nicht, weil wegen dauerhaft. Oh, wir haben noch Kunststoff. Wattenglück. Obwohl, wir reißen noch eh den hier ab, oder? Zack. Da haben wir ja jetzt den neuen gleich. Was können wir hier vernichten? Ach, wir brauchen gar nichts vernichten. Wir haben ja hier vorne gleich unseren Müllschlucker. Zack. Da rein. Was ist gerade noch an Müll da? Das ist auch noch an Müll da. Das kann auch weg. Das wird geschreddert. Holz kann auch gleich weg. Und dann haben wir auch gleich ein bisschen aufgeräumt. Herrlich. Und dann sind wir auch schon hier. Echt jetzt? 7. Na komm. Drauf geschissen. So. Alles weg. Alles cool. Feini, 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 fein. Es läuft. Mit dem Zuführsystem hier bin ich mittlerweile auch nicht mehr so ganz zufrieden. Ne? Also irgendwie ist es cool. Ich glaube, es wird zu. Was ist das denn? Wollt ihr mich rollen? Warum? Was ist da denn passiert? Und was ist hier passiert? Also, manchmal. Kein Wunder, dass mir eine Zeit lang die Sicherung immer rausgeflogen ist, wenn ein ganzes Rohr gefehlt hat. Wie kann das denn angehen? Check ihn nicht. Ich war ja erst nicht so richtig zufrieden mit dem Ding, ne? Aber ich glaube, wenn ich es wegreiße, also anders baue, bin ich auch unzufrieden. Die neueren gefallen mir besser, aber das ist echt wuchtig. Man sieht es gut, man findet es gut. Das Lager gefällt mir. Behalte ich, ne? So, jetzt aber. So. Die Dinger können jetzt erstmal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und davon brauchen wir hingegen mehr. Denn das. Hier wollen wir genau das haben. Ne? Und da machen wir auch so ein Tor rein. So, jetzt kommt. Das alles hier eigentlich rüber. Was natürlich so wunderbar schief ist. Was mir ja mal fast gar nicht missfällt. Bum, bum. Womit wir wieder bei dem Problem wären. Das geht und das ist schief, aber nee, gar nicht. Boah, das läuft sauber. Das ist ja herrlich. Woo, also manchmal ist geil. Manchmal ist dieses Spiel echt geil. So, das geht schon da lang. Sehr schön. Das läuft da lang. Das oben, die haben wir alle verdrahtet und verkabelt. Den haben wir hinten auch dran. Das heißt, das läuft da auch. Auch ganz oben schon. Haben wir die Kurve. Von da nach da. Und das haben wir noch nicht. Ha, da waren wir gerade. Und nach darüber. Und alles cool. Sehr schön. Dann haben wir unsere vier Produkte, die wir jetzt zum Endprodukt bringen. Und dafür reicht der Platz in diesem dicken Ding hier auch gerade so aus. Zack, zack, zack. Hoffe ich zumindest. Fabrikator. Haben wir dafür genug Platz? Kotzgrenze. Absolute Kotzgrenze. Hallo Hund, schön, dass du da bist. Tu mir einen Gefallen, halt deine Klappe. Und schon bin ich irritiert. Na? Was mit dir los? So, ich glaube, ich baue mir hier gerade mal. Na, wo haben wir sie? Ist das hier nicht. Nein, ist das unter Organisation? Ja, so ein Beobachtungsturm hin. Damit ich hier. Schwuppdiwupps ein bisschen besser gucken kann. So, und dann nehmen wir den hier. So, da rein, da raus. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich hier besser gucken kann als vorher, aber naja. Okay, das wäre da bündig.
gehe nochmal ein vor. Dann passt dahinter nämlich eine Wand lang. Zack. Und dann gucken wir doch mal. Noch gar nicht schlimm. Wir brauchen hier nämlich sowieso. Brauchen wir hier eine Decke? Nee, eigentlich nicht. Machen wir später. Und der sitzt tatsächlich mittig. Wie gut ist das denn? So, jetzt haben wir aber hier den Ausgang. Arschlecken, ey. Ich glaube, das machen wir dann doch noch anders. Und zwar setzen wir... Was ist denn da im Weg? Achso. Ein Band noch. Oh, das war aber Kotzgrenze. Kommen die weg und kommen hier hin. Na? Ja, genau so. Und dann kotzen wir die in die Richtung hier aus. Einmal so, einmal so. Und dann sind die natürlich zu hoch. Wer hätte das gedacht? So. Passt das auch wieder? Müssen wir irgendwie da nach oben kommen wieder? Das bleibt, aber kommt so und so. Und natürlich noch die da drunter. So. Da haben wir unsere vier Produkte. Wobei das natürlich jetzt Quatsch ist, ne? Das führt ja da nicht mehr rein. Ich glaube, ich mache richtig Quatsch. Jo. Ich mache richtig Quatsch, pass mal auf. Ich mache jetzt total sinnfrei. Hier noch eine Wand hin. Und geh mit dem daran. Lilu, was klaust du da schon wieder? Hör auf, Quatsch zu machen, sag ich dir. Ist das gerade? Das. Was machst du denn hier? Hallo? Na? Willst du auch im Video sein? Ha? Lilu, hör auf. Nein. Jetzt nicht. Falscher Zeitpunkt. Ja, falscher Zeitpunkt. Geht gerade nicht. Ja, nachher gibt's eine Runde. So, das sitzt. Was hast du? Hm? Nee, das ist mein Kaffee. Lass das mal. Was denn? Sei kein Quatschkopf. Hm? Oh, Schmus, Schmus. Seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich werde gerade getapst. Na, nicht auf meinen Schreibtisch. Was hast du vor? Warte, ne. So. Ja, ist nicht so leicht. Ja, hier wird jetzt fleißig weiter gebaut. So, zurück zu meiner Idee. So, und jetzt müssen wir das alles hier vernünftig verteilen. So. Ich glaube, so wird es wesentlich einfacher tatsächlich, als beim letzten Mal. Jetzt ist sie weg. Du warst gerade mein Avatar. Naja, bin ich halt wieder zu sehen. Ihr müsst wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich bin wesentlich weniger süß als der Hund, aber man kann ja Eis haben, ne? So. Dann wollen wir doch mal... direkt vor den Eingang kommt einmal das hin, einmal so, dann einen zack, das passt doch gar nicht, oder? Nee, das passt nicht, aber das passt, wenn wir hier einen Splitter hinsetzen, meine ich. Ja, das passt. Sehr schön. So,
dann überlege ich gerade. Können wir von der Sache her da oben noch einen draufsetzen? Und dann käme nämlich der hier. Und wäre da auch sauber dran. Und dann machen wir das gleiche nochmal hier hinten. Und haben dann auch alles dran. Es lebe der Glitch. Scheiße. Aber auch das kriegen wir geregelt. Moment. Ha. Ideen. Ideen über Ideen. Ne, dann können wir nämlich einfach so machen. Nee, das passt nicht. Einmal so. Und einmal die Höhe da oben. Wie weit ist der hoch? So, dass man den nächsten noch nicht sieht. Also so. Ne, zwei Striche, zwei volle Striche. So. So, und jetzt können wir einfach... Ne, können wir nicht einfach. Einfach ist zu einfach gesagt. Obwohl, Moment. Ich werde da einen Splitter dran haben. Hier nochmal weg. Mal so machen, glaube ich. Dann machen wir einmal. Okay, das ist hier mit der heißen Nadel gestrickt. Na, kriegen wir das so ran? Nee, der will immer vorne einen haben. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. So und. Ah, komm schon. Jetzt werde ich ungeduldig. Merkt ihr das? Ganz schlimm. Der ist im Weg. Der ist tatsächlich im Weg. Das ist ärgerlich, aber auch das Problem kriegen wir gelöst. Irgendwie zumindest. Ich weiß auch nicht wie, aber wir kriegen es gelöst. Wir fangen damit an, dass wir erstmal der Optik halber so machen. Und dann hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr Luft haben. Was wir wahrscheinlich nicht haben werden. Ich könnte den einfach einer hier versetzen, aber das möchte ich nicht, weil ich dann hier auch noch wieder einen breiter machen müsste. Das will ich gerade einfach nicht. Dann machen wir es anders. Wir machen so. Dann kommst du weg. Und dann kommt von hier nach da. Was ist das jetzt? So rum soll das. Und von hier nach da. Und dann kommt hier eine Halterung drunter. Kommt da schon eine Halterung drunter? Ja. Und dann machen wir einfach 1, 2. Ach komm, das passt echt nicht genau. Was soll denn das? Wie unschön finde ich das denn? Dann machen wir halt so. Reißen das wieder weg. Und gucken. Ha, das klickt. Sehr schön. Dann sitzt das sauber. Und ganz hinten machen wir den höchsten. Hä? Irgendwie. Also wenn, dann können wir es auch richtig machen, ne? Wenn wir jetzt sowieso anders bauen, dann können wir nämlich so. 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 Und so machen. Warum läuft das da schief? Das will mir nicht in den Kopf, aber okay. Ich glaube, da sind wir da.
Nee, einfach davor. So. Du nochmal weg. Klick. Sehr schön. Und dann machen wir das gleiche hier auch nochmal. Und dann sind wir da ganz oben. Oder doch, sind wir. Sehr schön. Da eine saure Kurve rein. Und dann ist unser blöder Fusionator tatsächlich angeschlossen. TTD. Und du produzierst dann Computer. Theoretisch zumindest. So. Damit kannst du auch weg. Das hat seine Schuldigkeit auch getan. Und unser grundsätzliches Computerwerk steht doch tatsächlich. Und wir haben es da alles unter den Bahnhof gequetscht. Ich werde verrückt. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz viel Platz für Bahnhof, den wir dahin klatschen können. Coolio. Mit ganz schön dicken Deckenfundamenten. Warum? Weil wir es können. Dekadent geht die Welt zugrunde und das Gebäude ist sowieso recht flach, da ist es auch egal. So. Sheet. So. Das Ganze läuft natürlich noch nicht, weil wegen A, kein Strom, B, keine Ressourcen, aber die liegen hier alle in der Nähe. Das sollte am Ende nicht das Problem sein. Brauchen wir den Platz hier hinten? Ja, brauchen wir bis hier. Okay. So, wir sind da. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und dann haben wir das Ganze sogar gleich schon mal überdacht. Ne? Und ja. Und es gibt wieder einen Cliffhanger. In der nächsten Folge ist das Ding hier ganz fertig gebaut. Tada! Moment, das ist falsch. Bis hier gehen wir. So. Und wird dann am Ende so aussehen, als wäre es unterm Bahnhof eingelassen. Wie cool ist das? Na, kommen wir da ran? Wir kommen da ran. Herrlichst. So, 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 so. Tetretete. Wer hätte das gedacht? So. Na, die setze ich mal lieber noch, sonst habe ich das bis zum nächsten Mal vergessen. Denn ich kann hier nach gleich nicht weiterspielen. Auch schön. Und ich... Ach komm, nicht ernsthaft, oder? Sehr schön. Du gehst darüber. Du gehst daran. Du gehst darüber. Und du gehst darüber. Und dann ist doch tatsächlich alles fertig. Und hier müssten wir vielleicht auch noch anschließen. Zack. Wie sieht das Ganze von unten eigentlich aus? Auch eigentlich ganz cool, oder? Wie ein Boden eingelassen. Gefällt mir eigentlich. Das passt. Ach, herrlich. Herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, und was ich hier jetzt nämlich machen kann, das zeige ich euch auch noch. Klack. Tada! Ta-tada! So, hier kann dann das. Hier haben wir das. Das wird eh nur ein Servicegang. Alles cool. Zack, zack, zack. Da hinten machen wir nochmal einen Durchgang, damit man hier hinten reinkommt. Echt jetzt? Die haben sich da gedreht? Ich sehe es nicht. Ich bin manchmal so unfähig, ist unglaublich. Es ist unglaublich. So, dann haben wir das hier hinten aber nachher alles dicht. Es ist alles wieder mal etwas eng gedrängt geworden, obwohl man hier noch relativ gut durchkommt, dadurch, dass wir alles auf Stelzen haben. Wir haben hier alles cool anschließen können. Eigentlich haben wir allen Grund, glücklich zu sein. Herrlich. Herrlich, herrlich. So. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt noch ein, zwei Geschenke, bauen nochmal eine Mam und gucken, was man noch so freischalten kann. Schließlich ist Weihnachten und da ist Zeit für Geschenke. So, komm her, Minion. Meins. Jetzt
haben wir schon mal 75. Ich weiß gar nicht, wie viel ich für die nächsten Stufen brauche. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Jetzt dreht der Hund schon wieder frei. Der hat heute auch nur Scheiße. Alter, wo die nicht alle hängen? Im Baum, auf der Brücke, auf der Klippe. Soll ich mir jetzt extra hier... Ich meine, Weihnachtsbaum gut und schön, ne? Aber ich, den lasse ich da liegen. Ne? Ist hier ein bisschen... Ist eher wie Ostern und nicht wie Weihnachten. Ne? Ich muss hier Geschenke suchen. Wo kommen wir denn da hin? So, unsere Bahnstrecke hier hinten. Och nö, komm. Lecco mio. Da kommt das nächste. Ja, da sind sie tatsächlich auch schon. Siehst du, das wollten wir sowieso so gucken. Wie viel wir da mittlerweile auf den Dächern haben. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so wenig sein. Ich glaube, von hier aus müssten wir auf das hier raufkommen. Und dann könnte man schon mal ein bisschen was sehen. Das steht ja relativ hoch. Da haben wir schon mal eins liegen. Und auf den anderen. Naja, es geht, ne? Es geht. Das hängt da ein bisschen frei in der Luft, aber naja. Es hält sich in Grenzen. So. Einmal fixen eine Mam. Und dann gucken wir noch mal. Wie viel... Oh, wie wunderschön. Ah, dafür brauchen wir denn die hier schon. Müssen wir die etwa erst produzieren? Zu teuer. Candy Cane. Aber wo kriege ich die her? Kann ich die produzieren? Moment mal. Moment mal. Wir machen mal eine Werkstatt. Ne, hier sind die schon mal nicht. Sind die hier irgendwie drin? Auch nicht. Oh, das Jetpack können wir noch bauen. Können wir die hier kaufen? Ich würde es fast vermuten. Nee. Nee. Ach, die Leiter ist endlich da. Schön. Schön, schön, schön. Die Statuen können wir bald mal ein paar freischalten. Hier auch nicht. Und... Hier auch nicht. Wo kommen die denn her? Also, das hier war ja easy. Giant Fi- Ah, wir müssen den Baum erstmal bauen, wie mir scheint. Wo haben wir denn? Fixmas. Okay, wo kriegen wir denn? Frickmas Tree. A special tree branch used to produce parts and buildings during the events. Achso, ich kann die quasi... Okay. Aus den Geschenken kann ich die bauen. Moment, da müsste ich die ja doch hier drin haben. Irgendwo müssen die dann ja sein. Rezept auswählen. Da! Ich kann... Ah, ich kann die nicht per Hand produzieren. Ah, fuchsig. Oder habe ich mich... Nee. Ich muss die über den Produktionszweig bauen. Das ist ja... ganz clever eingefädelt. Das gucken wir jetzt auch mal. Die Zeit nehmen wir uns. Daran soll es jetzt nicht hapern. Komm mal her. Das reisen wir also der weg. Schlau, 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 schlau. Schwupp. Stell mir hier unseren Weihnachtsbaum auf, würde ich sagen. So, Konstruktor. Mehr brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Den können wir auch einmal per Hand befüllen. Zack, muss jetzt gerade nicht schön sein. Und du machst bitte Deal. Zack, Geschenkerin. Und dann gib Gas. Und auf welche hier kommen wir mal ein bisschen schneller. Ah, die ganze Tagzeit hier. Ach, guck mal da. Mit Weihnachtsmütze. Es ist so weihnachtlich. Ich mag ja Weihnachten, ne?
Wenn jetzt noch die Frau zu Hause wäre, wäre alles schön. Aber naja, man kann nicht alles haben. Haben wir noch Geschenke da? Da hinten liegt noch eins groß und breit rum. Wie konnte ich denn das gerade nicht sehen? Oder besser gesagt, wie konnte ich das übersehen? Zack, schmeißen wir den gleich nochmal nach. Ganz nebenbei können wir einmal gucken, was unsere Stromproduktion sagt. Wie sieht das hier aus? Also es ist nicht sauber, ne? Ich weiß halt nicht, wieso. Ich weiß nicht, ob es an Wasser... Ne, an Wasser kann es eigentlich nicht fehlen. Nervt. Nervt, nervt, nervt. Da haben wir die Branches. Wie viel brauchen wir denn? Special Man. Okay. Brauche ich 50. Und dann muss ich erstmal die hier produzieren. Achso, ah, das ist eine... Zum Verkloppen, wie geil ist das denn? Das finde ich geil. Okay, und dann... Okay, ich muss erst die haben, um die freizuschalten. Wie soll ich denn das verstehen? Und die kann ich aus den Zuckerstangen hier machen. Das ist ja kein Problem. Ach nee, das ist die Belohnung, okay. Aber ich brauche hier erst Zuckerstangen und eine rote Kugel und Schleifen, die ich alle nicht habe. Ja, wir warten mal ab. Wir haben ja hier gleich... Die 50 haben wir ja relativ fix zusammen. Ne, daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Haben wir überhaupt... Haben wir genug? 15. Oh, das wird eng. Ich... Hä? Nee. Achso, braucht 15 pro Minute. Okay, brauche aber immer nur einen, um einen Busch zu machen. Dann haben wir da ja gleich schon mal genug. Aber wir können auch noch mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein Geschenk rumflattert. Das wir mal eben fix holen können. Ah, so Weihnachtsevents finde ich ja immer ganz cool. Finde ich total cool, dass sie das hier eingebaut haben noch. Weil ist ja eigentlich von der Sache her wäre es nicht nötig, ne? Die haben genug an den Kram zu tun. Die haben ein relativ kleines Team. So. Das ist auch gleich erledigt. Da hinten liegt noch ein Geschenk. Ach ja. Aber gut, mit den Weihnachtsgeschenken haben sie sich jetzt optisch auch nicht so viel Mühe gegeben. Ne, die sind jetzt nicht gerade hoch detailliert. Von daher, ah, da landet wieder eins auf dem Dach. Nach, irgendwann habe ich die ganzen Geschenke alle auf einem Dach. Und ich frage mich, ob sie nach der Weihnachtszeit verschwinden. Zack. Und ich, da liegt auch noch eins. Boah, was wird denn das für eine Kletterei, ey? Das ist doch scheiße. Das ist doch richtig kacke. Fick mich Tree Branch. Ach komm. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst, ey. Ah, blanker Hass. Na, ja, sehr schön. Zack. So, sind wir dran. Können wir den Rest noch da reinpacken. Kriegen wir gleich noch ein paar mehr. Wir werden garantiert noch welche brauchen. Wie immer. Und schon wieder überzogen und zwar gar nicht mal zu knapp. So, aber wir haben hier jetzt 50. Die nehmen wir uns mal mit. Und gehen in unsere Mähm. Und starten hier einmal die Forschung. Blimpen. Abgeschlossen. Bitte wieder einen neuen Knoten. Ja, ja. Candy Bank Crusher. So, und garantiert... Ah, die kann ich auch aus Geschenken machen. Moment. Halt, stopp. Standby. Produkt wählen. Jetzt ist hier doch garantiert der hier. Den machen wir auch aus Geschenken. Zack, dann machen wir weiter. Machen wir wieder die Geschenke. Und können das jetzt nach und nach so hochziehen. Ja, das ist doch herrlich. Hätte ich mal nebenbei gleich machen sollen. Oh, nur 10 Stück von. Das ist ja schnell gemacht. Und dafür auch nochmal 20. Und hier kriegen wir nämlich die Schleife und dann können wir das hier machen und kommen einen weiter runter. Ach komm. 7,5 pro Minute. Das dauert also 2 Minuten, bis ich hier weiterkomme. Oh Mann ey. Gut, sammeln wir halt Geschenke, die mir hier meine schöne Basis zumüllen.
Unerhört. Unerhört. Nur Unordnung hier. Hälfte geschafft. Ich bin ja manchmal ficker ungeduldig, ne? Ich bin kein Mensch, der für das Warten gemacht wäre. Aber naja, gut. Komm, mal hin. So, wir können in der Zeit mal überlegen, was machen wir eigentlich aus unseren schönen Computern? Landet echt schon wieder eins. An der gleichen Stelle, oder? Noch ein Stückchen weiter hinten, na gut. Rabimmel. So ein bisschen die World-Animation eines 15-jährigen Kindes oder so. Oh, guck mal, ich habe ein hübsches Bildchen. Oder so, was die alten Leute, also wirklich alte Leute, weit älter als ich, immer so für GIFs versenden. Ach nee, wir brauchen ja noch mehr. Machen wir weiter. Oh, guck mal, was ich hier Schönes gefunden habe. Ja, ist ja beeindruckend. Plüm. So, dann können wir jetzt auch die Candy Cane? Candy Cane. Okay, sind unterschiedliche. So, davon brauchen wir 20 und dann brauchen wir 30 davon. Aber die Kugeln kann ich da jetzt immer noch nicht machen. Das ist doch voll doof. Und meinen Baum kann ich auch noch nicht bauen, ich Idiot. Ah, die kann ich damit jetzt bauen. Na, ist ja irre. Ich kann ja Winterwunderland bauen hier. So, und dann könnte ich hier irgendwo auch meinen Weihnachtsbaum hinstellen. Den will ich aber tatsächlich haben. Den finde ich cool. Den will ich behängen. Egal. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich entschuldige mich nochmal, dass wir jetzt eine ganze Weile tatsächlich ja, keine Folge hatten. Es ist zurzeit ein bisschen schwierig. Ich bin abends immer ein bisschen kaputt. Ja, wie gesagt, die Frau ist aktuell nicht da. Die ist auf Reha. Und ich bin entsprechend durch mit der Welt. Ne, wenn man sich um einen Zwei-Personen-Haushalt alleine kümmern muss, der auch vom Zeitmanagement so ausgelegt ist, als wären zwei Personen zu Hause, dann ist das manchmal ein bisschen erschöpfend. Aber ich gelobe Besserung, es wird bald wieder mehr werden. Und ja, sag jetzt einmal nur ganz lieb Danke, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Und ja, genießt die Weihnachtszeit. Ne? Jetzt wird's schön, wir können alle nicht so sehr eng zusammen sein, wie wir das gehen wollten, aber wir sind 2020 auch echt einfach mittlerweile Kummer gewohnt, oder? Also von daher, vielen Dank, Kommentare, Like, Abo, ihr kennt den Scheiß und reingehauen. Ciao.